herzlich willkommen zu unserem kleinen Video. Aus folgendem Grund. Wie tue ich meinen Minecraft-Server bei getvisible.de updaten? Es ist relativ einfach. Man kann das auf zwei Wegen machen. Man kann es per FTP im Webinterface machen. Und ja, es ladet gerade ein wenig. So. In manchen Fällen sollte man einen Doppelklick machen, das dürfte vielleicht schneller gehen. So, und folgendes. Im Prinzip, wenn man ihn updaten will, sollte man im Prinzip zum Beispiel, weil der Server ja auf dem Craft-Bucket läuft, diese Datei entfernen, dann auf Datei hochladen gehen, dann die neue Craft-Bucket-Datei, also jar, .jar ist es ja, hochladen und diese dann halt auf... was alles nach dem Craft-Bucket dasteht, sollte man halt zurücklöschen bis zum T und dann den C den zum Großbuchstaben machen. Dementsprechend wird er dann auch geladen. So, die zweite Version ist per Programm, das nennt sich FileZilla, kann man sich bei chip.de runterladen. Und das ist ein ganz einfaches FTP-Programm, wo man halt den Server damit steuern kann. So, ich habe mir das schon mal geladen. So sieht es in etwa aus. Und man kann halt hier oben die IP eingeben, den Benutzernamen, Passwort und den Port. So, das werden wir dann auch gleich mal machen. Wir haben hier die IP. Man muss dazu sagen, es ist ein Demo-Account, von daher hat es nicht einen großen Nutzen. Dann hat man hier die 21. Den Port kann man sich aber merken. So, dann halt den Benutzernamen. So, und das Passwort. So. Dann haben wir dies. Fügen das ein. Und Port ist 21. So. Somit haben wir schon mal den Zugriff auf den Server. Dann öffnen wir ihn. So, hier ist die Craft Bucket Jar. So, wo bekommt man diese her? Man kann es auf der Bucket-Seite, also bucket.org, bekommen, indem man auf Craft Bucket geht. Und dann halt an der Seite ist dann so ein Menü. Und dann kann man halt auswählen, welches man haben will. In der Form ist es bei Craft Bucket zurzeit 1.3.2-R. 2.0. So, und da es von Vanilla die 1.4.2 Version gibt, wiederum eigentlich das nur eine Beta-Version ist, würde ich eher erstmal mindestens eine Woche bis zwei Wochen warten. Dementsprechend kommt dann eine richtige Version von den Entwicklern und die ist dann wesentlich weniger mit Bugs voll, als die, was halt als Beta rausgegeben wurde. Und dementsprechend kann es halt auch Schäden hervorrufen, wenn es eine Beta ist. Aber muss nicht sein, kann aber sein. So, das wäre das Craft Bucket, das aktuelle. Und ich habe mir mal extra diese rausgesucht, das ist bei www.minecraftforum.net kann man sich hier das Pre-Release 1.4 2 runterladen, einmal den Klienten und einmal für den Server. Und ja, also wie gesagt, Server für den Server, also das auf 1.4.2 zu updaten, würde ich erstmal noch lassen, weil es ein Pre-Release ist und kann mit Bugs und sowas voll sein. Und wie gesagt, eine Woche ist meist danach, kommt dann eine richtige Version, die dann halt auch ohne Fehler ist. Aber man kann sie es einfach runterladen, man klickt einfach auf den Link und dann holt man sie es eben. So.
In dem Punkt machen wir das gleich mal so. Wir löschen erstmal unsere Datei hier raus. Vorher sollte man natürlich den Server stoppen. Und so, wir haben diese entfernt. Wir haben hier das Craft Bucket. Wir gehen natürlich ein Stück runter. Wir nutzen natürlich diese. Das ist die aktuellste. So. Jetzt müssen wir kurz warten. Jetzt ladet das Programm die Datei rüber. Und das ist eigentlich das Einfachste von der Sache her, wenn man den Server updaten will. Und es funktioniert zu 100%. Man sollte halt auch auf eines achten bei Plugins. NoLag kann einen Fehler hervorrufen, so dass es das Bucket nicht laden will. Und ja, das kam bei ca. 10 Kunden vor, die dann Probleme hatten, dass es nicht der Server geupdatet worden konnte werden. Und der Fehler ist dann halt mir später dann aufgefallen und dementsprechend konnte ich dann die Server halt updaten, weil das Plugin dann entfernt wurde und das dann einfach ohne Probleme alles lief. So, jetzt müssen wir bloß noch 5% warten. Okay, wir haben es jetzt gleich drüben. So, da haben wir es hier. So, dann müssen wir das noch umbenennen. Dann nehmen wir das nämlich nach so. Dann wird das hier alles entfernt. Und wir machen einen Großbuchstaben draus. So, und dann ist das fertig. Und der Punkt und Plugins sollte man, wenn vorhanden, NoLag entfernen. Und den dazugehörigen Ordner. So, das war's eigentlich mit dem Filzilla-Programm. Und jetzt kann man per Webinterface, wie gesagt, den Server neu starten. Man sollte ihn stoppen, bevor man das macht. Ich mache es meist ohne ihn zu stoppen. Und im Log kann man auch erkennen, dass der Server. Noch nicht geupdatet wurde. Weil hier steht ja auch da, your version of CraftBucket is out to date. Und so, jetzt werden wir ihn gleich mal restarten. Wir gehen einfach mal drauf. So. Dann sollte der Server geupdatet sein auf 1.3.2 R nee, Strich R2 und sollte eigentlich dann auch tadellos funktionieren. Wir gucken uns erstmal gleich den Log an, weil im Log steht meist die Fehler, die der Server nicht haben sollte. Und dementsprechend kann man dort dann auch versuchen, die Fehler zu lösen. So, wir sehen, der Server schmeißt keinen einzigen Fehler. Es funktioniert alles tadellos. Und es steht auch da, dass der Server auf den Craft-Bucket von 1.3.2-R 2.0 läuft. Und damit also geupdatet wurde auf die neueste Version vom Craft Bucket. Und ich schätze mal, das Craft Bucket wird in ein, zwei Wochen auch dann da sein, das neue. Und ich würde dann erst empfehlen, das dementsprechend abzudaten. Und jo. Das ist eigentlich das ganz simpel zu machen und es kann eigentlich fast jeder. Sollten trotzdem Probleme auftauchen, einfach ein Ticket per Support machen und dann dürfte das Problem eigentlich auch ganz schnell lösbar sein. So. Dann würde ich sagen, versucht es und es ist eigentlich ganz einfach. Und ja, wenn wieder mal ein Problem ist, ich mache dazu ein Video und ihr kriegt Hilfe dazu.